Sabi wog kaum so viel wie ein Paket Butter, als sie über 3 Monate zu früh geboren wurde. In der 23. Woche wurde sie letzten Dezember mit einem Notfallkaiserschnitt in Kalifornien auf die Welt geholt und hat sofort einen Rekord aufgestellt. Mit 245 Gramm war sie das weltweit kleinste geborene Baby. In diesem Video, das das Krankenhaus aufgenommen hat, möchte Sabis Mutter unerkannt bleiben. Sie erzählt jedoch, wie sehr sie allen Mitarbeitern der Sharp Healthcare Klinik dankt. Die Krankenschwestern sind Freunde geworden. Schaut euch diese Schilder an, die haben sie gemacht. Sabi wurde fast 5 Monate lang auf der Intensivstation für Neugeborene behandelt, bevor sie nun mit 2,5 Kilo entlassen wurde. Sabis Mutter sagt, wir wollen nach Hause gehen, aber ich denke, wir werden dieses Datum nicht vergessen und ab jetzt feiern. Es ist ein wirklich besonderer Moment für uns. Laut dem Register für winzige Babys der Universität von Iowa galt der Titel des kleinsten Frühchens bisher einem deutschen Baby, das 2015 mit nur 252 Gramm geboren wurde. She's mine.